Hallo, ja, ich bin Cornelius, 28 Jahre alt. Ich habe hier eine Radiosendung, eine Musiksendung bei Radio Blau, die heißt Future Classics. Mein Name ist Jörg Braune, ich bin bei Radio T Ich bin Melanie Koordinator. Ruschinski, ich bin 14 Jahre alt, gehe zurzeit noch zur Schule und bin seit dem 1. September letzten Jahres hier im Ich Coloradio bin mit in einer Franziska, ich bin Sendung. 31 Jahre alt. Und bei Radio Blau bin ich seit September um Hallo, ich bin Sandra im Radio Fräulein S. Ich bin Gebärdensprachdolmetscher und Radio Blau gibt mir die Möglichkeit, mich hier frei zu entfalten. Ja, ich bin Privatdozent an der TU Dresden und mein Fach ist Chemie. Da forsche ich und lehre ich Chemie, besonders in Ich Nanotechnologie. bin Jack, ich bin von Radio T aus Chemnitz, dort seit 1998. Von Anfang an bin ich also hier bei diesem Programm dabei. Schon im Vorfeld, bevor es überhaupt auf der Sendung ging, bin ich hier mit dazugestoßen. Und inzwischen bin ich 69 und habe jetzt eine Sendung Seniorenradio. Ich stelle diese Frage ungern. Stell dir vor, wenn morgen drei Radio in Sachsen nicht mehr existieren, was machst du dann? Dann würde ich vor allen Dingen erstmal auf die Straße gehen. Also es wäre sehr, sehr schade, wenn es keine freien Radios mehr in Sachsen geben würde, weil ja einfach das eine Bereicherung der Medienlandschaft ist. Denn ich finde, diese freien Radios sind sehr wichtig, vor allem auch dafür, dass man selber sich mal ausprobieren kann. Eigentlich sind wir ja, man kann es ruhig so sagen, nicht gewollt, weil wir ohne, ich sage mal in Anführungsstrichen, ohne Rücksicht auf Verluste. Wir brauchen also keine Rücksicht auf Parteien, auf irgendwelche Sponsoren zu nehmen. Können wir eigentlich unsere Meinung oder die Meinung der Bürger rüberbringen? Wollen Sie die drei freien Radios in Sachsen unterstützen? Weitere Informationen zu den freien Radios in Sachsen finden Sie unter www.radioblau.de, www.radiot.de, www.coloradio.de.